Vor etwa einer Woche habe ich ein Video zum 2000 Jahre alten Riesensarkophag hochgeladen und die Resonanz war echt mega. Dafür ein riesengroßes Dankeschön an jeden von euch. Viele haben darum gebeten, eventuell ein Update darüber zu bringen, sobald der Sarkophag geöffnet worden ist. Nun, hier ist es. Als vor etwas mehr als zwei Wochen der größte Sarkophag Alexandrias entdeckt worden ist, war es eine Riesensensation. Doch nun kam die ernüchternde Enttäuschung nach dem Öffnen. Der rund 30 Tonnen schwere Sarkophag, welcher in einer Tiefe von etwa 5 Metern gefunden wurde, gab den meisten Wissenschaftlern erst große Rätsel auf. Weshalb war er derart groß? Aus dem Internet drangen alle möglichen Spekulationen. Die größte: es könnte sich dabei um das Grab von Alexander dem Großen gehandelt haben. Auch wenn das ägyptische Ministerium dies verneinte, so hofften andere dennoch insgeheim an einen der größten Funde der Weltgeschichte. Auch wenn alles von Anfang an dagegen sprach. Wie zum Beispiel, dass der Sarkophag unvollendet war, keine Schriftzeichen aufwies und nicht verziert war. Wie hätte ein derart großer Regent in einem solch schlichten Sarg begraben werden können? Am 19.07.2018, also vor zwei Tagen, kam dann die Ernüchterung. Forschern gelang es, den 30-Tonnen-Koloss zu öffnen. Im Innern fand man Knochen von drei verschiedenen Menschen und Wasser, das sich im Innern zu einer roten Flüssigkeit vermischt hatte. Es wäre möglich, dass es sich hier um ein Familiengrab gehandelt haben könnte, so Mostafa Waziri. Die Mumien sollen auch seiner Aussage nach in einem sehr schlechten Zustand gewesen sein, da lediglich die Knochen übrig waren. Ergänzend erklärte er, dass das Wasser, welches im Innern gefunden worden sei, von einem nahegelegenen Gebäude gekommen ist und durch die rechte Seite in den Sarkophag gedrungen ist. Waziris wies auch Befürchtungen eines möglichen Fluches zurück. Er war laut seiner Angaben der Erste gewesen, der den Kopf durch die Sargdecke gesteckt hat und es gehe ihm dennoch gut. Ich hoffe, ihr stimmt mir alle zu, wenn ich sage, eine Live-Übertragung der Öffnung wäre echt eine super Sache gewesen, denn dies hätte nämlich unter anderem ausschließen können, dass weitere Gerüchte die Runde machen. Aber so, wer weiß, was wirklich drin war.